Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen bei einem weiteren Tag, der vergangen ist und wir sind bereit im nächsten Club-Treffen des Doki Doki Literature Club mit dem Captain aus der Conscious Corner, mir, dem Faylord und den drei Mädchen. Na Leute, alles Twiggy? Immer. Und in den letzten Tagen habe ich angefangen, mich hier etwas wohler zu fühlen. Gott sei Dank. In den letzten, siehste, in den letzten Tagen, also scheinen da mehrere Tage dazwischen zu vergehen, wo die Club-Treffen sind vielleicht. Dass immer Montag, Mittwoch, Freitag eins ist. Dass wir deswegen die Tage so komisch... Aber ist nicht jeden Tag Club? Das weiß ich nicht. Das ist nur so eine Theorie gewesen, die ich gerade in den Raum geworfen habe, weil er gesagt hat, in den letzten Tagen. Ja. Ist das nicht... Ah, nee, ist ja schon Tag 3. Okay, ja stimmt. Ja. Dann ist alles okay, schneiden wir das raus und beim Betreten des Clubsraums erwartet mich die typische Szenerie. Ein Schaf im Schrank. Nee. Nee, hier gibt's keine Schafe mehr. Willkommen zurück, Phelan. Hallo, Yuri. Ich weiß nicht, ob es an mir oder an Yuris Gesichtsausdruck liegt, aber die drückende Stimmung der Auseinandersetzung von gestern hängt immer noch in der Luft. Die sieht eher so ein bisschen verlegen aus. Ja. Okay, vielleicht ist sie deswegen verlegen. Yuri blickt über die Schulter über ihre oder meine und sieht sich im Raum um. Vielleicht ist da noch eine dritte Person. John Hurt! Wir haben gerade Doctor Who das Ende von Staffel 7 geguckt und da ist am Ende einfach nur so John Hurt als der Doktor. Was? Natsuki liest an ihrem Tisch einen Manga. Oh. Nicht im Schrank? Was ist mit ihr los? Wenn Monika nicht da ist, deswegen. Ah, überraschenderweise ist Monika nicht da. Plötzlich greift sich Yuri in meinen Arm und zieht mich in die Ecke eines Raums. Des Raums. Es gibt nur diese eine Ecke. Das ist der Schrank. Wegen gestern. Ich muss mich echt entschuldigen. So etwas ist mir noch nie zuvor passiert. Wieso entschuldigst du dich bei mir? Und irgendwas ist wohl über mich gekommen. Das war ich. Okay, ich war nicht ganz richtig im Kopf. Hoffentlich glaubst du jetzt nicht, dass wir immer so sind. Das gilt nicht nur für mich, sondern auch für Natsuki. Yuri? Ich bin froh, dass du über alles nachgedacht und dich entschuldigt hast. Du musst dir nicht so viele Sorgen machen. Aber du solltest vielleicht erstmal zu Natsuki gehen. Obwohl ich erst wenige Tage dabei bin, kann ich doch ganz deutlich sehen, dass gestern irgendwas nicht stimmte. Vielleicht waren wir alle nur extra sensibel, weil wir gestern zum ersten Mal unsere Gedichte miteinander geteilt haben. Das ergibt nur Sinn. Aber was auch immer der Grund war, ich denke deswegen nicht schlechter über dich. Ich kann nicht noch schlechter über dich denken. Und durch. Ich hatte schon für mich entschieden, dass du unmöglich eine schlechte Person sein kannst. Warum? Und da hast du dich jetzt... Da du dich jetzt entschuldigt hast, kann ich immer noch nicht lesen. Weiß ich, dass du es nicht so gemeint hattest. Phelan, sag nicht solche Sachen. Sonst kommt Visa online. Ich dachte gerade für eine Sekunde, er spielt das neue Zelda. Wo hat er das her? Aber es ist das Alte. Ja. Sie machen mich etwas unzuglücklich. Zuglücklich, nicht unglücklich. Ja. Ich bin echt froh, dass du verständnisvoll bist. Und dass du jetzt im Club bist. Seitdem du hier bist, ist alles etwas besser und... Ah. Tut mir leid, wovon rede ich da eigentlich? Ich... Hey, habt ihr zwei Monika gesehen? Ah! Nein, hab ich nicht. Und ich hatte mich auch schon gefragt, wo sie ist. Mann, Yuri, du hast wohl auch keine Ahnung, wo sie ist, oder? Yuri ist ganz offensichtlich geschockt darüber, wie ruhig Natsuki mit ihr spricht. Nein, hab ich nicht. Mann, das sieht ja nicht ähnlich. Ich weiß, dass er dumm ist, aber ich mache mir schon ein wenig Sorgen. Was? Warum siehst du mich so an? Du bist süß, Natsuki, wegen gestern? Ich wollte mich entschuldigen. Ich meinte wirklich nichts von dem, was ich gestern gesagt habe. Und ich werde mein Bestes geben, mich unter Kontrolle zu halten. Also... Yuri, wovon zur Hölle redest du? Hast du gestern irgendwas getrunken? Irgendwas getan? Trinken ist was man tun kann, Oh Mann! Was auch immer dich bedrückt, wird schon so heftig nicht gewesen sein können, du Mädchen. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass etwas Schlimmes passiert ist.
Du bist einfach die Art von Person, die sich viel zu viel Sorgen um die kleinen Dinge des Lebens macht, nicht wahr? Aber... Wenn es dir damit besser geht, werde ich deine Entschuldigung auf jeden Fall annehmen. Irgendwann ist da euer ganz nett, denn ich hier... Was? Irgendwie ist das euer ganz nett, denn ich hatte insgeheim irgendwie befürchtet, dass du mich hasst oder so. Nein, überhaupt nicht. Ich hasse dich nicht. Ja, bist du zwar irgendwie schon seltsam, aber ich hasse dich auch nicht. Das war jetzt irgendwie falsch Akzent. Nazika dreht sich zu mir um. Du Inje, bist immer noch in der Probephase. Hey! Plötzlich wird die Tür aufgerissen. John, hört! Boom, Baby! Tut mir leid! Tut mir echt furchtbar leid! Ah, da bist du ja! Ah, da bist du ja! Ich wollte nicht zu spät kommen! Oh, ich hab dir keine Sorgen gemacht oder so! Ach, nö. Nun, Natsuki schon. Hab ich nicht! Warst du denn überhaupt so lange? Ich hatte hier vorher eine Freistunde. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, einfach total die Zeit vergessen. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Hättest doch zumindest die Schulglocke gehört. Ja, ich wurde beim Klavier üben überhört. Klavier? Ich wusste gar nicht, dass du auch ein Instrument spielst, Monika. Das ist zu viel des Lobes. Ich übe zwar schon eine Weile, aber so richtig gut bin ich immer noch nicht. Und trotzdem, das muss viel Einsatz erfordern. Daher bin ich immer noch beeindruckt. Oh, danke, Juri. Du solltest uns irgendwann mal etwas vorspielen. Ah, das ist... Monika sieht mich an. Nun, ich komponiere gerade ein Lied, aber es ist noch nicht fertig. Vielleicht tue ich das ja, wenn ich etwas besser spielen kann. Vielleicht können wir eine Band aufmachen, ne? Ja, Mann, du spielst die Klavier, du spielst die Triangel. Du spielst die Arschgeige. Das hört sich cool an. Ich freue mich schon drauf. Echt jetzt? Nee, war gelogen. Ja, wenn das so... Oh. Ich werde dich nicht enttäuschen, Super Batman. Das ist dein Text. Monika lächelt freundlich. Ich will dich aber nicht unter Druck setzen oder so. Keine Sorge. Ich hatte gehofft, es euch bald einmal vorzuspielen. Wahrscheinlich habe ich in letzter Zeit deswegen so viel geübt. Verstehe. Ich bin nicht sicher, ob Monika den ganzen Club oder nur mich damit gemeint hat. Wenn das so ist, weiterhin viel Glück beim Üben. Danke. Du sollst auch ein richtig gutes Vorspiel dann machen. Habe ich etwas verpasst? Nein, nicht wirklich. Also Natsuki hat irgendwie Amnesie. Warum? Wo bist du jetzt hin? Die Information reicht mir. Ich hätte nämlich nichts von dem zu erwähnen, worüber wir drei gesprochen hatten. Oh. Außerdem ist Natsuki schon wieder zum Schrank gelaufen. Wo wir auch alle davor stehen, ja. Phelan? Da ich dank deiner Komplimente richtig gute Laune habe, wollte ich wissen, ob du Lust hast, heute etwas Zeit mit mir zu verbringen. Ich meine, im Club. Ich schätze schon. Ich kann das auch nur schwer ablehnen, nachdem du mir das Buch gegeben hast. Ich habe zwar noch nicht gelesen, aber ne? Dann muss ich wohl sicherstellen, dass Natsuki nicht auf mich wartet. Nachdem wir gestern mit dem Lesen fertig waren, hat sie... Ihr geht es gut. Sie liest dort drüben, siehst du? Denk nicht so viel an sie. Sie ist es gewöhnt, ignoriert zu werden. Subliminal messages. Los, wir gehen dort drüben hin. Bam! Wovon handelt das Buch überhaupt? Nun... Ich werfe einen Blick auf das Titelbild. Das Buch heißt Porträt von Markov, nicht das Auge von Markov. Ja? Oh, interessant. Ja, ich habe immer das Auge von Markov gesagt. Das hieß schon immer Porträt von Markov. Ach so, okay. Ich habe mich nur vertan beim letzten Mal. Aber heißt das jetzt nicht prinzipiell, dass wir ein Juri-Gedicht getriggert haben? Potenziell. Weil müsste nicht sonst jetzt die nächste Flag von Natsuki getriggert worden sein? Eigentlich ja. Und das ist doch aber eigentlich die erste Juri-Flag. Gut erkannt. Das heißt, das Gedicht war für Juri schlussendlich.
Potenziell, also müsste ich halt nachgucken mit den Worten und irgendwie abgleichen, ja, wenn es dazu eine Datenbank gibt. Kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Okay. Wenn ich die Muße dazu habe, blende ich es jetzt ein. Wenn nicht, steht ein dickes, fettes Nö im Bildschirm. Es wird nö. Ist auch okay. Ich habe mich schon selbst dafür für ein Out gegeben, damit ein lustiger Moment entsteht. Das Buch heißt Porträt von Markov. Auf dem Cover befindet sich dennoch ein bedrohlich wirkendes Augensymbol. Das heißt, das Auge von Markov, es befindet sich ein Porträtsymbol. Ein Porträtsymbol. Es handelt von diesem religiösen Lager, das in ein Gefängnis umgewandelt wurde, in dem Experimente an Menschen durchgeführt werden. Aha, ja. Und die dort gefangenen Menschen haben die Eigenschaft, haben eine Eigenschaft, die sie zu blutrünstigen Tötungsmaschinen macht. Moment, ist das der Plot von dem Spiel? Das ist der Plot von dem Buch. Naja, aber... Erzählst du doch gerade. Ja, aber ist quasi der Plot von dem Spiel nochmal im Spiel als Plot von dem Buch? Sind wir jetzt hier gerade in einem Lager, wo wir zu Tötungsmaschinen gemacht werden? Wir sind in der Schule. Das ist auch eine Art Lager. Wow. Und Sayori, ne? Ja, Tötungsmaschine heißt ja nicht andere. Moment, was ist der, wer ist Sayori? Du hast mich erwischt. Spoiler, okay, machen wir weiter. Monika! Okay. Aber die Lage in der Einrichtung wird immer schlimmer und sie beginnen damit, Menschen selektiv zu züchten, indem sie ihnen die Gliedmaßen abschneiden und anderen... Oh, vielleicht habe ich da jetzt etwas für dich gespoilert. Spoiler. Naja, auf jeden Fall, ich stehe total drauf. Das ist auch exakt das, was sie beim letzten Mal beschrieben hat. Ja. Also ich kann mich da dem total dran erinnern. Was, Moment, hatte sie nicht was anderes gesagt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Vielleicht sollte ich die Folgen editieren. Nein, bitte nicht. Du hast dich nicht an abgetrennte Gliedmaßen erinnert? Ich bin mir nicht sicher. Oder Leute, die zu Tötungsmaschinen gemacht werden? Ich weiß nicht. Das klingt jetzt im Nachhinein klingt es logisch, dass das in dem Buch passiert. Dass ich, nicht ich meine, sie steht auf Horror. Ja. Das ist quasi Hororo. Leute! Auf das Buch meine ich natürlich und nicht auf die Sache mit den Gliedmaßen. Aber hatte sie nicht irgendwie sowas gesagt? Dass sie nicht auf Gliedmaßen steht? Ja. Kann sein. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie recht düster, oder nicht? Ich dachte, da steht jetzt, das ist recht süß. Oh, die kleine Juri liest über Gliedmaßen. Juri hat das eigentlich zuerst als eine nette Geschichte verkauft, daher kommt diese dunkle Wendung recht unerwartet. Magst du diese Art von Geschichten nicht, Phelan? Nein, das ist es nicht. Ich finde solche Geschichten schon okay, keine Sorge. Das hoffe ich. Ja, ich hatte völlig vergessen, dass Juri auf solche Sachen steht. Mist. Von außen, ich... Ey, du da drüben, können wir Buffet Girl lesen? Von außen wirkt sie so schüchtern und wunderbar, aber im Inneren sieht es dann völlig anders aus. Im Inneren, wo ihre Hände reingehen. Es ist nur so, also es ist nur, das ist so eine Geschichte. Das, was? Das ist nur so ein, das so nur so eine Geschichte, das war gerade komisch irgendwie. Entweder habe ich es komisch vorgelesen oder da war gerade ein Duden. Geschichte. Es ist nur, das so eine Geschichte. Nee, es war komisch. Es ist nur das, so eine Geschichte. Ach so, jetzt kommt vielleicht ein anderer Gedankengang. Das ist so eine Geschichte. Ja, ich glaube, das ist so zu lesen. Sie fordert einen dazu heraus. Okay, ist alles in Ordnung. Kein Duden. Dudenrückgang. Das Leben aus einer seltsamen neuen Perspektive zu betrachten. Wir haben jetzt so lange gebraucht, dass die Musik nicht mal mehr loopt. Oh. Wenn schreckliche Dinge nicht nur einfach geschehen, weil jemand das Böse in Person ist. Sondern weil die ganze Welt voller furchtbarer Menschen ist und wir alle eh wertlos sind. Naja, du weißt ja, wie mein Gedankengang dazu ist, wenn man nicht perfekt geboren wird. Kann man sich zu Sayori im Mülleimer legen? Okay. Sorry. Das passt einfach zu den Ja. Und so. Dann plötzlich... Ich rede nur dummes Zeug, was? Nicht schon wieder. Geh mal in die Geschichte. Mhm. Es tut mir leid. Ich gehe sofort in die Geschichte. Die unendliche Geschichte. Ach so, dann plötzlich... Sie hat zu viel ausgeatmet, weil sie das letzte Mal zu viel eingeatmet hat. Jetzt muss alles wieder raus. Es tut mir leid. Hey, du musst dich nicht entschuldigen. The fuck?
War das eine Wildkatze? Das war mein Nachbar, der schreit manchmal rum. Okay. Ich höre dir immer noch gespannt zu. So gespannt, dass die Musik weg ist. Nun, dann ist es wohl okay. Aber ich sollte dich wohl wirklich wissen lassen, dass ich dieses Problem habe. Wenn ich es zulasse, dass mir Bücher und Geschichten zu Kopf und Geschichten im Kopf herumschwirren. In meinem ganzen Körper. Warte. Dann vergesse ich, auf andere Leute zu achten. Oh. Dass mir Bücher im Kopf herumschwirren, ja. Aber. Dann mein Körper, dann vergesse ich, auf andere Leute zu achten. Da tut es mir leid, wenn ich hin und wieder seltsame Dinge sage. Und halte mich bitte auf, wenn ich zu viel rede. Das ist... Darüber musst du dir echt keine Sorgen machen. Wir beide werden vom selben Typen gesprochen und er liebt es, sich reden zu hören. Das bedeutet lediglich, dass du leidenschaftlich gern liest. Da kann ich dir doch wenigstens zuhören. Schließlich ist das immer noch ein Literaturclub. Ah. Und umso mehr du redest, umso weniger muss ich reden. Ah. Das ist wohl wahr. Tatsächlich. Dann fange ich wohl besser an, es zu lesen, was? Ja. Ja. Ich meine, das musst du nicht, aber... Was erzählst du denn da nur? Ich hol mir nur eben das Buch. Ich nehme schnell das Buch aus meiner Tasche. Also gut, ist es okay, wenn ich hier sitze? Ich setze mich auf einen Platz neben Juri. Ja. Bist du sicher? Du scheinst Bedenken zu haben. Das ist... Es tut mir leid. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht will. Ich bin es nur nicht gewöhnt, mit jemandem zusammenzulesen. Und mein ganzer Tisch ist von einem Stein bedeckt. Verstehe. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dich störe. Oder so. In Ordnung. Ich öffne das Buch und lese den Prolog. Recht schnell begreife ich, was Juri mit dem gemeinsamen Lesen meinte. Ich habe das Gefühl, als würde sie sich beim Lesen über meine Schulter beugen, weil sie es tut. Was eigentlich keine schlechte Sache ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Vielleicht etwas ablenkend, aber auch beruhigend. Ich sehe Juri aus meinem Augenwinkel. Mir wird klar, dass sie gar nicht in ihr eigenes Buch schaut. Ich blicke hinüber. Sie scheint viel mehr in meinem Buch mitzulesen. Und jetzt sind fürchterliche Szenen, welche Knopfdrücke, wo sie einem direkt in die Augen starrt und Blut aus ihren Augen läuft und... Oh, ne. Was? Nee. Ich weiß nicht, ich hatte so Gedanken, dass das jetzt passiert. Entschuldige. Es guckt uns... Ich bin immer das Gefühl... Juri, du entschuldigst ganz schön viel, was? Nein, es glotzt uns gleich einfach Natsuki von hinten an, so... Du liest heute nicht mit mir! Bricht sonst den Nacken. Ja. Tue ich das? Das wollte ich nicht. Entschuldige. Ich meine... hier könnte es funktionieren, oder? Ich schiebe meinen Tisch an den von Juri und halte dann mein Buch so, dass der Stein bedeckt ist und dass wir beide darin lesen können. Ah, fantastischer Briefbeschwerer. Funktioniert auch für Buchseiten. Ich schätze schon. Juri schließt zögerlich ihr eigenes Buch. Nein, wenn du mich schließt, werde ich sterben. Sobald wir uns beide... Oh, wie cool das wäre, die Story, die sie lesen, ist einfach eine Story, die nebenbei läuft. Und das ist... so eine richtige Metageschichte, meinst du? So Juri ist so der wichtigste Punkt in diesem Spiel einfach. Du musst mit Juri immer weiterlesen. Und jedes Mal, wenn es neu loopt, das Spiel, geht alles von vorne los. Ja. Und die Leute müssen immer noch weiter leiden. Dass die Musik einfach aufgehört hat nach zwei Loops, finde ich irgendwie doof. Sobald wir uns beide ein wenig mehr zur Mitte lehnen, berühren sich unsere Schultern fast. Da mein linker Arm irgendwie im Weg zu sein scheint, halte ich das Buch mit meiner rechten Hand auf. Und Juri nur, ja, hier mein Buch. Ein neues Lesezeichen. So die Hand, so den Zeigefinger, damit sie immer so auf der Zeile bleiben kann. Ja. Halte ich das Buch mit meiner rechten Hand offen. Aber so wird es schwierig umzublättern. Hier. Juri, die Szene meinte ich, jetzt guckt sie. Ja.
Yuri nimmt ihren linken Arm und hält die linke Seite des Buchs zwischen ihrem Daumen und Zeigefinger fest. Ah, ich tue es ihr auf der rechten Seite des Buches gleich. Und die Papiere an der Tafel sind auch immer noch blank. Ja. Auf diese Weise schiebt Yuri eine Seite unter ihren Daumen, nachdem ich eine Seite umgeblättert habe. Aber die Art des Lesens sorgt dafür, dass wir jetzt noch näher zusammengerückt sind als vorher. Es lenkt mich schon ganz schön ab. Und ich fühle auch fast die Wärme von Yuris Gesicht und sie füllt die gesamte Ecke meines Blickfeldes aus. Jetzt passiert's. Na, fast. Bist du bereit? Das ist etwas passiert. Ich meine, umblättern. Tut mir leid. Jetzt blättert sie um und da ist noch eine Yuri. Die guckt. Hilf mir. Ich bin die Yuri aus dem ersten Loop. Einfach der erste Loop ist in dem Buch jetzt drin. Ja. Ich war wohl eine Sekunde abgelenkt. Ich sehe wieder verstohlen in Yuris Gesicht und unsere Augen treffen sich. Da sie nicht mehr wegguckt, ist es sehr einfach. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr mithalten soll. Ah. Das ist schon in Ordnung. Du bist das Lesen nicht gewohnt, richtig? Es macht mir nichts aus, wenn du etwas länger brauchst. Ich habe Geduld. Ich lese auch gern die Seiten viermal. Das ist auch das Mindeste, was ich tun kann. Und wo du ja so geduldig mit mir warst? Ja. Danke. Wir lesen weiter. Yuri fragt mich mittlerweile nicht mehr, ob ich bereit bin, umzublättern. Stattdessen gehe ich einfach davon aus, dass sie schneller liest als ich und ich blättere um. Hey, das wollte ich zum dritten Mal lesen. Wenn ich soweit bin. Wir lesen das erste Kapitel schweigend weiter. Obwohl sich jedes Umblättern schon fast wie ein intimer Moment anfühlt. Mein Daumen lässt vorsichtig die Seite los, die dann sanft zur anderen Seite springt, wo Yuri sie mit dem Daumen wieder fängt. Hey, Yuri! Das ist vielleicht ein blöder Gedanke, aber die Hauptfigur erinnert mich ein wenig an dich. Haben wir den Gesichtsausdruck auch beim letzten Mal gehabt? Also das glaube ich nicht. Der sieht schon ein bisschen verstörter aus. Nein, ich kann mich überhaupt nicht mit dieser Figur identifizieren. Aber auf gar keinen Fall. Wirklich? Ich dachte nur, da sie auch alles hinterfragt, was sie sagt und so. Das hast du also gemeint. Entschuldige. Ich dachte, du meintest etwas anderes an ihr. Die vielen Gliedmaßen. Ja. Yuri macht ihren Blazer auf, einfach 6 Arme. Etwas anderes? Ach, egal. So weit sind wir ja noch gar nicht gekommen. Ich weiß so gar nicht, warum mir das eingefallen ist. Yuri, geht's dir gut? Ich frage, geht's dir gut? Seitdem wir zu lesen angefangen haben, ist Yuri ein wenig nervös. Die Seiten sind auch sehr, sehr schwitzig, obwohl sie eigentlich die Seiten annimmt, die ich in der Hand habe. Also müssten meine Hände dann schwitzen. Das war jetzt irgendwie doof. Das habe ich nicht bedacht, als ich das angefangen habe. Du kannst eine Pause einlegen, wenn du dich nicht wohlfühlst oder so. Deine Atmung ist etwas... Meine Atmung? Yuri lebt... Yuri legt die Hände auf die Brust, als wolle sie ihren Herzschlag fühlen. Oh nein, Mama, die Katze kotzt schon wieder. Pack, die Katze kotzt. Oh. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir geht es jedenfalls gut. Ich brauche nur etwas Wasser. Jetzt kommt das Wasser reingeflogen. So ein Wassereimer. Utsch. Monika, score's again. Okay, mach dir keinen Stress. Ich glaube aber, eigentlich sollte hier Musik laufen. Ich glaube, wir haben echt so lange am Anfang irgendwie verquatscht. Ja. Aber die Musik kann doch nicht auslaufen, oder? Eigentlich sollte sie nicht. Wir sind doch quasi in eine neue Szene reingesprungen. Stimmt. Eigentlich hätte doch, irgendwas ist nicht richtig oder irgendwas ist nicht so. Nee, das ist wirklich ein Spielfehler, glaube ich. War auch, als der erste Loop vorbei war, die Musik ging langsam aus und dann war es instant irgendwo mitten im Song. Das ist so mit einmal irgendwie wieder so Snap Back to Reality, so nach dem Motto. Das fing nicht ganz am Anfang an. Und dann war das ganz kurz und dann, ja, willst du kurz abspeichern und neu starten oder was? Ja. Okay. Nö. Okay. Okay. Keine Musik. I'm kurz resetted, hat nichts gebracht. Okay. Yuri steht auf und rennt buchstäblich aus dem Klassenzimmer. Buchstäblich? Buchstäblich. Auf ihrem Hintern also.
Was sollte das denn? Rennt aus ihrem 7. Zimmer auf ihrem Hintern. Helen? Ach so. Ja, stimmt. Ist gerade etwas passiert? Oh, oh Gott! Du hast mich die Super-Batman genannt? Nein! Nein! Ich meinte natürlich Super-Batman. Ist irgendwas passiert? Ich habe keine Ahnung. Juri hat sich nur etwas seltsam verhalten. Du weißt also nichts. Tut mir leid, ich kann dir da auch nicht helfen. Machst du dir Sorgen um sie? Oh, nein, nicht wirklich. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ihr nichts angetan hast. Nein, nicht. Bleib locker, ich glaub dir, du Schaf. Spiel weiß Bescheid. Das Spiel weiß Bescheid. Das Spiel weiß über unsere Running Gags Bescheid. Hey, ich geh nicht in den Schrank und esse die ganzen Mangas auf. Juri macht das einfach manchmal, es ist nichts Beunruhigendes. Na gut, wenn du das sagst, du Schaf. Also gut, wie wäre es, wenn wir schon mal anfangen, unsere Gedichte miteinander zu teilen? Sollten wir nicht auf Juri warten? Das könnte eine Weile dauern, bis sie wiederkommt. Da dachte ich mir, dass wir schon mal ohne sie anfangen. Wäre das okay? Das letzte Mal, als ich lange auf jemanden warten musste und die Musik weg war, ja, ich habe mich nur gewundert. Ich stehe auf. Ich merke mir, wo ich im Buch bin und stecke es dann in meine Tasche. Yeah, wem soll ich als erstes mein Gedicht zeigen? Natsuki oder Monika? Natsuki. Natsuki, yeah. Da ist es nicht schrecklich, ne? Aber im Vergleich zu deinem letzten Gedicht ist es eine ziemliche Enttäuschung. Hast du wohl anscheinend doch mehr für Juri geschrieben, wa? Andererseits wäre ich auch super sauer, wenn es so gut wie der letztes wäre. Tja, ich wollte dieses Mal wohl einfach etwas anderes probieren. Na gut, du stehst ja noch am Anfang, ja, hatte ich ja auch irgendwie nicht erwartet, dass du echt deinen eigenen Stil findest. Im Club hat jeder einen ganz individuellen Schreibstil. Möglicherweise findest du etwas in Inspiration von uns allen. Was war das letzte Wort dann? Inspiration. Verstehe. Zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass du heute Zeit mit Juri verbracht hast. Nicht, dass es mich interessiert, mit wem du so abhängst. Schließlich wurde mir beigebracht, nie irgendwelche Erwartungen in andere zu setzen. Das ist also nicht so, dass ich auf dich gewartet hätte oder so. Allerdings solltest du zumindest einen Blick auf mein Gedicht werfen. Du wirst wahrscheinlich etwas davon lernen können. Der Erlkönig. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält den Jungen wohl im Arm. Er hält ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn... Er hält den Knaben wohl in den Arm. Mir vollkommen egal, was mit dem Knaben ist. Er hat den Jungen auch dabei. Mein Sohn, warum birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Krone und Schweif. Mein Sohn, das ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Gar schöne Blumen wachsen am Strand. Meine Frau hat auch schöne Kleider. Gewand. Ein schönes Gewand, ja. Ich glaube, meine Tochter trägt... Die Tochter spielt später irgendwo. Ach so. Ich glaube, die Töchter spielen am Strand. Ja. Irgendwie sowas. Und Vater, und hörst du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht? Mein Sohn, sei ruhig, bleib ruhig. Es ist der Nebelwind. Der Wind säuselt irgendwas, Kind. Nochmal gerettet. Willst du wissen, wie die Zeit ja, eigentlich ich geht? Weiß es bitte, ich weiß es nicht mehr. Du weißt es bitte, du weißt es nicht mehr. Moment. Ja, ich muss halt nochmal ansetzen an der Seite. Vater, hörst du nicht, was der Erlkönig mir leise verspricht? Mein Sohn. Nee. Bleib ruhig, mein Kind. In den Blättern säuselt der Wind. Ja. Und dann, Kind, guck mal. Ich hab Gold und Weihrauch und Myrrhe. Nee, das waren andere drei Leute. Das war nicht ich und meine Töchter. Die spielen im Gebüsch oder so. Und kommt jetzt schon die Stelle, wo, wenn du nicht willig bist, dann benutze ich Gewalt oder war da noch was dazwischen? Noch nicht ganz. Meine, da kommt noch mal ja, was. Ja, genau. Ja, und deswegen, ich habe ein Schloss und da kannst du wohnen. Und jeden Sonntag essen wir Bohnen. Und Vater, mein Vater... Siehst du nicht, was der... Oder, ja, siehst du... Nicht dort, an diesem finsteren Ort, Erlkönigsschloss genau. Oder sowas. Ja, ja den Erlkönig am finsteren Ort. Und dann mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Genau.
Und dann, du dummes Kind, jetzt geh mit mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Und bist du nicht willig, dann benutze ich genau dieses Brot hier. Das ist genau schon gut. Und Vater, dann, Vater, jetzt fasst er mich an. Der König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset, er reitet geschwind in seinen Namen das ächzende Kind. Er reicht irgendwann, kommt er auch an und dann... Aber, er reicht den Hof mit Mühe und Not. Genau, mit Mühe und Not in seinen Armen das Kind aus Brot. Plot Twist, der Vater war Juri und das Kind war der Raccoon. Ja, Natsuki, das ist ein richtig schönes Gedicht geworden. Villain. Warum hast du heute nicht mit mir zusammen gelesen? Ich habe auf dich gewartet. Ich habe lange auf dich gewartet. Hör auf, so zu reden, das ist anstrengend für die Stimme. Das war das Einzige, auf das ich mich heute gefreut hatte. Warum hast du das für mich ruiniert? Magst du Juri mehr? Du verbringst besser deine Zeit nicht mit ihr. Hörst du mir zu? Juri ist ein kranker Freak. Ich bin Kermit. Was musst du sagen, Wobbleface? Das sollte doch mittlerweile recht deutlich sein. Spielchen, das ist einfach mit mir. Der König. Okay. Du hast mich doch nicht fehlen, oder? Hast du mich? Willst du, dass ich weinend nach Hause gehe? Der Club ist der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühle. Ruinier das nicht für mich. Ruinier das nicht. Also bitte. Rede einfach nicht mehr mit Juri. Spiel das mit mir. Mehr bleibt mir nicht. Spiel mit mir. Oh Gottes Willen, die Fratze des... Naja, das ist nicht die Fratze des Grauens. Spiel mit mir. Oh. Oh. Edna bricht aus. Was ist denn? Wem soll ich jetzt nächstes mein Gedicht zeigen? Edne. Das erscheint mir in der nächsten Folge von Toki Toki Little Jungle. Oh Gott, ich halte es nie aus. Wenn ihr sehen wollt, wie weitergeht, abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar da. Das hilft immer gut aus. Dankeschön, auch dieses Mal. Und tschüss, bis dann. Immer schön tricky bleiben.